Adventure Soft presents Simon the Sorcerer. Es wird Zeit, liebe Freunde, wir spielen Simon the Sorcerer und ich möchte euch erstmal, bevor ich jetzt hier großartig zu quatschen anfange, einfach mit dem bisschen nervigen Präpubertären Simon allein lassen, der uns ein paar Tricks vorführen wird. Trick ziehe ich den Hund aus dem Hut. Viel Vergnügen! Dankeschön, Chippy. Und nun was besonders Schweres. Created and designed by Simon Woodruff. Ich probier's noch einmal. Der Zauberstab funktioniert im... Langsam beginne ich und nun der nächste Trick. Na dann, zurück in den Hut damit. Ziemlich gut, ich bin Autodidakt, weißt du? Ich kann nicht glauben, dass du so lange zuschaust. Ich hätte schon längst abgebrochen. Ich rieche etwas angebrannt. Warte. Oh, au, oh, au, oh. Ich will wissen, ob du es besser kannst. Vielleicht finde ich einen besseren Hund. Wow! Ich konnte sie nicht mal nach ihrer Nummer fragen. Und nun etwas Traditionelles. Haut einen jedes Mal wieder um. Ich versuche noch einmal die Frau. Macht nichts. Ich mag Frauen mit Pep. So, Freunde, und damit geht's los. Wir werden jetzt sehen, was mit Simon passiert. Das wird spannend. Auf seinem Dachboden. Und zwar in der wirklichen Welt. In der wirklichen. Nicht wahr, Hundi? Wo gehst du denn dahin? Diese Hausaufgaben langweilen mich. Ich suche den Hund und stecke ihn in den Trockner. Na sowas, da muss Simon auch glatt mal nachgucken gehen, was mit dem armen kleinen Hundi passiert ist. Und wie wir feststellen werden, diese Kiste ist keine normale Kiste. Ach, hier bist du. Was ist das? Oh, das doch. Alte Zauberbuch? Was für ein Haufen alter Krempel. Beziehungsweise, dieses Buch ist kein normales Buch. Todesmutig stürzt sich der Hund voran. Okay, Jungs. Dieses magische Papier bringt Essen. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Alizigi alzongi! Alzongi alzongi! Oh-oh. Wie geht's? Ah! Essen passen! Nicht viel Fleisch an ihm dran. Runter, du kleiner Happen! Braucht noch etwas mehr Pfeffer! Gut, dass es den Hund gibt. Und damit kommt Simon an sein Ziel. Na, möchtest du noch was sagen? Lieber Simon, herzlichen Glückwunsch.
Du wurdest aus buchstäblich Hunderten von Bewerbern ausgesucht, um dich auf eine gefahrvolle, aber nichtsdestotrotz interessante Reise zu begeben, wofür du eine hohe Belohnung erhalten wirst. Alles, was du tun musst, ist, mich aus den Händen des bösen Zauberers Zordit zu retten. Zögere nicht, mein wertvolles Zauberbuch und meinen treuen Hund zu Rate zu ziehen. Ich freue mich schon auf unser Treffen. Ich wünschte, du wärest hier. Mit herzlichen Grüßen, Calypso, Obermeisterzauberer des Dorfes Fleur D. PS, bevor du das Zauberbuch benutzen kannst, musst du ein Zauberer werden. In der Kneipe sind ein paar Zauberer, die dir vielleicht weiterhelfen. PPS, die zwei magischen Karten werden dir helfen. Wunderbar, unsere ersten Inventargegenstände. Oh, wundervoll. Ich stecke in dieser blöden Welt mit diesen blöden Klamotten fest und nirgends eine Pizzeria zu sehen. Wenn das kein Traum wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Tja, unser guter Simon ist in diese Welt gekommen, die ein bisschen fantasymäßig aussieht. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Let's Play Simon the Sorcerer. Es ist für mich fast, also im Prinzip ist es ein Blind Let's Play, weil ich das einmal vor Jahren gespielt habe. Und noch nicht mal durchgespielt, glaube ich, weil ich da noch ziemlich klein war, würde ich denken. Ja, im Gegensatz zum zweiten Teil, den ich danach natürlich auch noch spielen möchte. Also ich möchte nur diese beiden Teile spielen. Es gibt ja insgesamt, glaube ich, 5 Teile oder so. Aber nur die ersten beiden sind 2D-Adventures und damit wirklich obertrue. Nur diese möchte ich mit euch spielen. Im Gegensatz zum zweiten Teil, den ich schon zigmal gespielt habe und immer wieder alles vergessen habe darin, habe ich diesen wirklich noch nicht großartig gespielt. Und dieses Spiel stammt aus dem Jahre 93, glaube ich. Und Simon beschäftigt sich hier schon nebenbei, wie wir sehen. Ist auch ganz praktisch. Ja, es ist eigentlich... Also ich habe so gelesen, dass es auf eine Stufe oder nur knapp unter die LucasArts Adventures gestellt wurde. Und wir wollen sehen, ob es dem gerecht werden kann. Die deutsche Vertonung soll übrigens sehr gut sein, beziehungsweise der Text soll sehr gut sein. Die Sprecher, na, wir werden sehen, sollen eigentlich auch ganz okay sein für die damalige Zeit, aber wie wir so wissen von Retro-Let's Plays, das passt nicht immer ganz so. Wir werden uns jetzt aber direkt reinstürzen. Der Magier Calypso hat uns in diese Welt geholt, weil er von Zordit irgendwie, keine Ahnung, gefangen wurde oder sowas. Ich habe gerade nicht ganz zugehört, weil ich mich so gefreut habe, jetzt anzufangen. Und wir haben ganz echt klassische Karten hier, eine Postkarte. Wir werden sehen, diese Fantasy-Welt, in die wir geworfen wurden, die ist ein bisschen anders, als man das vielleicht so von anderen Fantasy-Welten kennt. Ja, das Menü ist halt das Übliche, wie man das so von den alten Adventures auch kennt, ne? Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an, hier alles zu untersuchen. Und dann werden wir uns schön reinstürzen in das Ganze. Ich hoffe, mit dem Ton und alles, das klappt. Das war ein bisschen kompliziert hier, weil mit Fraps war gar nichts zu machen. Ich habe das jetzt irgendwie über Camtasia zum Laufen gekriegt, dass das hier mein Dingens aufnimmt. Ich hoffe, das wird von der Auflösung her halbwegs klappen und vom Vollbildmäßigen auch. Mal schauen, ich weiß es nicht ganz. Ich fange jetzt einfach mal an, frisch, fromm, fröhlich, frei, und wir werden sehen, wie das so wird, wie weit wir kommen, ob ich gut vorankomme. Ich hoffe es doch. Ich meine, ich halte mich für nicht allzu blöd, deswegen denke ich, können wir das hinkriegen, das Adventure. Ja, und dann geht's jetzt auch mal los, ne? Schauen wir erstmal unser Hundi an, das hat sich ja hier schon häuslich eingerichtet. Und hör auf, Musik zu hören, Simon. Mein kleiner Hund, Chippy. Na sowas. Gut, was haben wir denn noch so? Eine Schublade. Eine flache Schublade im Schreibtisch des Zauberers. Möchtest du die mal öffnen? Oh, schau mal einer an. Da ist eine Schere drin. Na sowas. Möchtest du die Schere nehmen? Wo haben wir es denn? Nimm. Scheren. Scheren? Okay. Eine Schere, gut. Haben sie wahrscheinlich falsch übersetzt, weil Scissors nun mal im Englischen in der Mehrzahl vorkommt. Aber egal. Gut, schauen wir uns mal diesen mystischen Wandteppich an. Ein seltsames Bild mit seltsamen Symbolen. In der Tat, sieht nach Runen aus. Okay, was haben wir denn? Wir haben einen Kühlschrank mit einem Magneten. Ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal den Magneten. Ich würde sagen, daran sehen wir schon, dass diese Fantasy-Welt etwas anders ist. Man wird hier auf seltsame Sachen teilweise treffen. Und wir sehen schon, Simon packt alles in seinen Hut rein. Das wird auch, ja, dann im Laufe des Spiels an einer Stelle ein bisschen auf die Schippe genommen, dass er alles in seinen Hut reinsteckt, aber werden wir noch sehen. Gucken wir erstmal, was es so im Kühlschrank gibt. Die Tür scheint zu klemmen. Na, so ein Mist. Okay, haben wir sonst noch was?
Etikette nicht. Krempel eines Zauberers. Das muss Kalypsos Krempel sein. Tja, tatsächlich, das hast du ja sehr gut erkannt. Gut, mit dem Bett können wir nichts machen. Die Truhe hier offenbar auch nicht. Dann gibt's jetzt hier gar nichts mehr für uns großartig. Wir könnten höchstens mal... Nein, nicht... Ja doch, natürlich. Öffnen wir den Hund. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Nicht? Ist ja schade. Verzehre den Hund. Ich mag meinen Hund lieber gekocht. Schade. Trage den Hund. Ein guter Geschmack sagt mir was ganz anderes. Schade. Benutze Schere mit Hund. Das geht doch so nicht. Doch, das geht schon. Du musst es nur mal ausprobieren. Okay, reden wir mit dem Hund. Ich möchte ihn nicht wecken. Ach, na gut, dann gehen wir jetzt mal raus und schauen uns mal in dieser Welt um. Erkunden wir diese Umgebung. Hier drüben haben wir erstmal nichts soweit. Wir können nur nach hier gehen, glaube ich. Und dann schauen wir mal, wo wir so hinkommen. Geh doch mal weiter, Sam. Simon. Wieso Sam? Simon meine ich. Okay, ein Schmied. Erstmal wieder gucken, da gibt es einen Klöppel zum Einsammeln. Den nehmen wir direkt mal mit. Wofür auch immer wir einen Klöppel brauchen könnten, ich weiß es nicht. Können wir die Tür des Schmieds öffnen? Wo haben wir denn öffnen? Hier haben wir öffnen. Es ist abgeschlossen. Mensch, Überraschung. Okay, reden wir mal mit dem, oder schauen wir uns den Schmied erstmal an. Er ist sehr muskulös. Das ist wichtig, okay. Bewege den Schmied. Das ergibt doch keinen Sinn. Könnte. Gut, reden wir mit ihm. Guten Morgen. Er ist zu vertieft in seine Arbeit, um mich zu hören. Sowas, das ist wahre Hingabe. Können wir ihm den Amboss wegnehmen? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Schade. Na gut, wollen wir mal nicht sagen... Moment, ich will mal kurz was probieren. Eine totale Verschwendung von Zeit und Energie. Will ich doch auch gar nicht. Ich will ihn eigentlich benutzen, und zwar mit dem Amboss. Das geht doch so nicht. Hätte ja sein können, dass da irgendwas passiert. Aber gut, der Schmied interessiert sich nicht so sehr für uns. Also gehen wir einfach mal weiter. Vielleicht wird er später noch eine Rolle spielen. Schauen wir mal, wo wir so hinkommen. So, mit den Gänsen können wir nichts machen. Ist es nicht schön hier? Und sieht er nicht unglaublich glaubwürdig aus hier und vertrauensselig? Haben Sie Psst gesagt? Wer? Ich. Was liegt an? Sie sind sicher an günstigen antiken Porzellanfiguren interessiert. Natürlich. Na, eigentlich nicht. Sie wurden angefertigt von den Uran der Grals. Nein, danke. Ich habe auch noch andere preiswerte Antiquitäten. Jede kostet nur ein Goldstück. Na gut, dann zeig mal. Ah ne, warte mal, erstmal hier. Wie kommt es, dass Sie Antiquitäten zu diesem günstigen Preis verkaufen? Das kommt durch die Rezession. Ich habe gute Handelsbeziehungen. Na dann. Haben Sie ein Lösungsbuch für dieses Spiel? Tut mir leid, gerade vor 5 Minuten habe ich das letzte verkauft, aber ich habe noch eine ganze Menge an anderem Zeug. Schade, sonst hätten wir bestimmt irgendeinen geheimen Weg gefunden, um direkt zur Sorte zu kommen und ihn tot zu machen und dann das Spiel zu beenden. So müssen wir leider den langen Weg nehmen, so ein Ärger. Gut, dann lassen Sie mal sehen. Alles auf der Matte gehört Ihnen für ein Goldstück. Haben Sie etwas erblickt, das Ihr Herz erfreut? Süß, wie er sich mit hinsetzt daneben. Haben Sie nicht irgendetwas Magisches? Aber natürlich habe ich für den richtigen Preis. Zunächst einmal wäre hier der Kraftzaubertrank. Schau her. Ein Stück Gummi? Wirklich lang anhaltend und schnell wirkende Magie. Er gehört Ihnen für nur 10 Goldstücke. Also gut, sagen wir 5 Goldstücke. Schön, ich... 3 Goldstücke also, aber das ist mein letztes Angebot. Was haben Sie gesagt? Er kann ein Stück Gummi damit verbiegen, das ist unglaublich, aber ich möchte bitte mehr sehen. Kann ich noch etwas sehen? Sicherlich, mein Herr. Was ich hier habe, ist stark herabgesetzt. Es ist ein magisches Unsichtbarkeitsarmulett. Schau her. Funktioniert können gut. Sie sich selbst noch sehen? Nein. Und es könnte Ihnen gehören. Für nur 5 Goldstücke. Ich glaube, fairer könnte der Preis nicht mehr sein.
Simon, ich möchte das haben, bitte. Kann ich noch etwas sehen? Das ist alles, was ich an magischem Kram besitze. Ach, schade. Sehen Sie etwas, das Sie interessiert? So, was haben wir denn sonst noch so? Vielleicht was? Nee, ich hab nichts für den. Nein, der ganze Rest ist Müll. Auf Wiedersehen. Wer braucht schon solche Kunden? Ich nehme mal an, wir können später irgendwas bei ihm verkaufen, um an Geld zu kommen. Aber das lassen wir jetzt erstmal außen vor. Er hat natürlich unglaublich tolle magische Artefakte, die könnten wir so unglaublich gut gebrauchen. Gerade den Kraftzaubertrank da, der uns ein Stück Gummi verbiegen lässt. Oder vor allen Dingen der Unsichtbarkeitstrank, der war spitze, den fand ich großartig. Aber erstmal müssen wir darauf verzichten, auch wenn die Sachen natürlich unglaublich herabgesetzt sind und das natürlich grandiose Geschäfte für uns wären.